Wir sind hier am Baggersee in Lorch-Waldhausen. Wir sind hier zu einem Personenunfall, Person im Wasser, alarmiert worden. Gut, erste Lage war von Zeugenaussagen, dass es sich vermutlich um eine Person handelt, die in der Mitte vom See untergegangen ist. Wir haben hier den See abgesucht, außen mit Personal zu Fuß und im See mit dem Schlauchboot. Ja, die DLRG wird mehr oder weniger automatisch mit alarmiert, einfach wegen dem Boot und dann letztendlich auch wegen der Taucher, um dann einfach den See absuchen zu können. Gut, wir haben momentan eine Lage, dass die Feuerwehr jetzt hier mit der Ausleuchtung noch beschäftigt ist. Die DLRG hat das Suchen des Sees übernommen oder das Absuchen des Sees übernommen und wir unterstützen hier eigentlich jetzt nur noch. Nee, das kann man so nicht sagen. Es kommt immer wieder mal vor, aber häufig ist es mit Sicherheit nicht. Also die Feuerwehr ist hier mit 17 Kräften im Einsatz. Die Polizei war hier und hat auch den See mit der Drohne noch abgesucht. Ansonsten ist der Rettungsdienst und Notarzt noch vor Ort. Ja gut, es ist nachher immer schwierig. Person ertrunken, Person vermisst. Wir haben auch hier jetzt gerade keine großen Anhaltspunkte noch, dass es wirklich eine Person war. Natürlich ist es immer schlecht, wenn man Personen sucht, im Wasser sowieso, wo man nichts sieht. Und ja, da denkt man dann schon, ja, hoffentlich ist es nicht so. Und bis jetzt ist es gerade auch so, dass es vermutlich nicht bestätigt. Gegebenenfalls, ja, wir haben ja auch jüngere Kameraden dabei, wo sowas noch nicht mitgemacht haben. Es gibt aber auch ältere natürlich und man spricht dann schon drüber. Entschuldigung, was ist passiert?